Ludwigshafen am Rhein. Die Stadt mit über 160.000 Einwohnern, die schon immer im Schatten der Schwesterstadt Mannheim stand. Wissenswertes über die Stadt, die Entwicklung der Eisenbahn sowie der aktuelle Zugverkehr in den beiden wichtigen Bahnhöfen Ludwigshafen Mitte und Hauptbahnhof sind aber trotzdem sehr interessant. Das alles und vieles Interessantes mehr stelle ich euch nun in dieser Dokumentation vor. Im Jahr 1607 gründete der pfälzische Kurfürst Friedrich IV. Die Mannheimer Rheinschanze am Westufer des Rheins. 1816 kam das Gebiet nach dem Wiener Kongress an Bayern, während Mannheim badisch blieb. Eine ausführliche Dokumentation über die Stadt, die Eisenbahn und den Zugverkehr im benachbarten Mannheim gibt es auf dem Kanalzug 2013, sie ist in der Infokarte verlinkt. Ehren des bayerischen Königs Ludwig I. wurde die Rheinschanze 1843 in Ludwigshafen umbenannt. Als Gegenpol zum badischen Mannheim wollte Bayern aus Ludwigshafen einen Industriestandort machen, was auch gelang, denn schon 1859 wurde Ludwigshafen zur Stadt erklärt. Andere Ortschaften in der Gegend, die heute Stadtteile von Ludwigshafen sind, können auf eine deutlich längere Geschichte zurückblicken. Schon um Christi Geburt stand im Gebiet des heutigen Ockersheim eine römische Villa, die an einer bedeutenden römischen Fernstraße lag. 1865 siedelte sich die badische Anilin- und Sodafabrik, kurz BASF, an, nachdem sie in Mannheim kein Gelände bekam. Die BASF prägte Ludwigshafen wie kein anderes Unternehmen. Heute ist die BASF ein Global Player mit Standorten und Tochterunternehmen weltweit. Der Hauptsitz befindet sich auch heute noch in Ludwigshafen, im etwa 10 Quadratkilometer großen Werk in Ludwigshafen, das wie eine eigene kleine Stadt ist, sind etwa 39.000 Mitarbeiter beschäftigt, womit sie mit Abstand der größte Arbeitgeber in Rheinland-Pfalz ist. Beim BASF-Werk handelt es sich um den größten zusammenhängenden Chemiestandort auf der gesamten Welt. Die Produktpalette ist sehr vielfältig, sie reicht von Kunststoffen wie Gummi über Dämmstoffe und AdBlue bis zu Spritzmitteln für die Landwirtschaft, wobei die BASF meist keine Produkte direkt für den Endverbraucher produziert, sondern Produkte, die von anderen Firmen noch weiterverarbeitet werden. Bei der BASF kam es aber auch immer wieder zu kleineren und größeren Unglücken. Zum Beispiel kamen 1921 bei einer Explosion im Werk 561 Menschen ums Leben. 1948 explodierte ein Kesselwagen, wobei 207 Todesopfer zu beklagen waren. Während dem Zweiten Weltkrieg wurde Ludwigshafen wie das benachbarte Mannheim von den Alliierten schwer bombardiert, da es in den Städten kriegswichtige Industrien gab. Durch 124 Luftangriffe wurden über 80% der Bebauung in der Ludwigshafener Innenstadt zerstört. Nach dem Krieg wurde die Stadt dann möglichst schnell in einem einfachen Stil wieder aufgebaut. Daher ist die Innenstadt auch heute noch vielerorts nicht sehr attraktiv. Das sogenannte Projekt Visitenkarte sollte ab 1959 das Stadtbild von Ludwigshafen verbessern und die Stadt attraktiver machen. Dabei wurden zum Beispiel Hochstraßen gebaut, was in Deutschland ziemlich einzigartig war. Ebenso wurde die heute immer noch in ziemlich originalem Zustand erhaltene U-Straßenbahn gebaut, die unter anderem den verlegten neuen Hauptbahnhof untertunnelt. Dazu aber später mehr. 2010 entstand mit der Rheingalerie ein moderner Gegenpol zur Innenstadt aus der Nachkriegszeit.
ein Relikt aus der vorherigen Nutzung des Geländes als Hafen, stellt ein alter Hafenkran dar. Mit über 130 Geschäften ist die Rheingalerie ein großer Anziehungspunkt. Weitere Sehenswürdigkeiten sind der Pfalzbau, der ein Theater beinhaltet, sowie die Lutherkirche, von der nur noch der Turm und ein kleiner Rest erhalten ist, der als Pizzeria genutzt wird. Außerdem gibt es noch die katholische Kirche St. Ludwig aus dem Jahr 1857. Auch ist das Stadtbild geprägt durch Hochhäuser, wie zum Beispiel das 2013 abgerissene BASF-Hochhaus und das Rathauscenter, das ein Einkaufszentrum beinhaltet. Der Berliner Platz stellt einen zentralen Punkt dar. Zum einen stand dort bis 2015 ein rundes Kaufhaus in Richtung des Bahnhofs Ludwigshafen-Mitte, an dem der Platz angrenzt, befindet sich ein halbrundes, modernes Hochhaus mit Geschäften. Außerdem sei der Hauptbahnhof mit seiner einzigartigen Bauweise sowie die ihn überspannende Hochbrücke als Sehenswürdigkeit erwähnt. Im Jahr 1847 entstand zunächst der Bahnhof Rheinschanze, der den Endpunkt der Pfälzischen Ludwigsbahn aus Neustadt darstellte. Gleichzeitig ging eine Stichstrecke, die in Schifferstadt von der Ludwigsbahn abzweigte, nach Speyer in Betrieb, die 1864 nach Germersheim verlängert wurde, von wo aus man heute weiter in Richtung Karlsruhe, entweder über Grabenneudorf oder über Wörth reisen kann. Schon 1853 wurde mit der Strecke nach Worms eine weitere Strecke eröffnet. 1867 wurde dann die Strecke über den Rhein nach Mannheim eröffnet. Alle diese Strecken endeten in einem Kopfbahnhof, der zwar zentral lag, aber dadurch auch für städtebauliche Probleme sorgte, da er die Stadt in zwei Teile trennte. Ende des 19. Jahrhunderts entstand ein Rangierbahnhof, der bis zum Bahnhof im Stadtteil Mundenheim reichte, an der Strecke nach Neustadt, der heute noch an diesem Standort existiert. In den 60ern besaß der Hauptbahnhof 11 Bahnsteiggleise sowie nördlich davon ein Wagenbetriebswerk, Abstellgleise, Güterschuppen und vieles mehr. Im Rangierbahnhof gab es ein Betriebswerk mit 2 Ringlokschuppen und 4 Drehscheiben. Im Jahr 1890 wurden die beiden meterspurigen Strecken über Mundenheim und Mutterstadt nach Meckenheim und über Oppau nach Frankenthal eröffnet. Die Züge der beiden Strecken endeten im Bahnhof Ludwigshafen-Brücke, der direkt neben der Rheinbrücke nach Mannheim lag. Nachdem 1929 eine Straßenbahn nach Oppau in Betrieb ging, wurde die Strecke nach Frankenthal 1933 auch schon wieder stillgelegt. Im gleichen Jahr wurde auch der Personenverkehr zwischen Ludwigshafen und Mundenheim eingestellt, bis 1955 die gesamte Strecke nach Meckenheim stillgelegt wurde. Schon früh erwies sich der Kopfbahnhof als unpraktisch, da besonders von Mannheim aus die Fahrt in den Kopfbahnhof ungünstig war. 1959 ging eine Verbindungskurve von der Strecke von Mainz in Richtung Mannheim in Betrieb, sodass nicht mehr wie bisher entweder im Hauptbahnhof oder Güterbahnhof Kopf gemacht werden musste. 1962 beschlossen die Stadt Ludwigshafen und die Bundesbahn schließlich den Hauptbahnhof zu verlegen, an die neu gebaute Verbindungskurve der Strecken nach Mainz und Mannheim. Der Bahnhof wurde in einer dreieckigen Form in 2 Ebenen errichtet. Er besteht so in dieser Form heute noch und wird im Folgenden noch detaillierter vorgestellt. Der heutige Ludwigshafen Hauptbahnhof wurde 1969 eröffnet und wurde seitdem nicht mehr wesentlich verändert. Beginnen wir aber zunächst vor dem Bahnhof. Vom Bahnhofsvorplatz fahren Busse ab, außerdem grenzt ein Hotel an den Platz. Allgemein strahlt der Bahnhof und die Umgebung größtenteils den Charme der 60er und 70er Jahre aus. I'm falling.
Gas spiegelt sich auch in der unterirdischen Straßenbahnhaltestelle wider und wo zum einen die Linien 4, 4a und 9 abfahren, die alle von Bad Dürkheim kommend über Ludwigshafen-Oggersheim, den Hauptbahnhof und den Berliner Platz weiter nach Mannheim fahren. Die Linie 9 verkehrt nur stündlich als Expresslinie mit deutlich weniger Halten, die Linie 4 im 10-Minuten-Takt. Außerdem hält hier die Linie 10, die viertelstündlich von Friesenheim über den Hauptbahnhof und den Berliner Platz zum Luitpoldhafen fährt. Story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance, not the life I want to live. I want to take it all, standing tall, fear outweighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Im Tiefbahnhof befinden sich außerdem noch zwei nicht mehr genutzte Gleise, von denen früher zwei weitere Straßenbahnlinien abfuhren. Sie fuhren nördlich direkt zum Rathaus und südlich über die nicht mehr genutzte Haltestelle Hauptbahnhof Ostausgang zum Südweststadion. Die Strecke vom Hauptbahnhof zum Südweststadion wird heute noch für Betriebs- und Umleitungsfahrten genutzt. Kehren wir aber zurück ans Tageslicht und betreten das Bahnhofsgebäude. Es erstrahlt auch im Charme vergangener Zeiten. Es gibt nur wenige Geschäfte, einen Zeitschriftenladen, eine Bäckerei sowie zwei Restaurants. Außerdem gibt es noch ein Büro einer Versicherung sowie eine Firma, die in einigen Räumen Hochleistungskeramik herstellt. Geht man nun weiter, so erreicht man einen breiten Gang, von dem aus man über Treppen und Rolltreppen die Bahnsteige der Gleise 1 und 2 erreichen kann. Ebenfalls gibt es dort zwei Durchfahrgleise für Fern- und Güterzüge. Diese Ebene entstand aus der angesprochenen, für die Züge der Relation Mannheim-Mainz gebauten Verbindungskurve von 1959. Unmittelbar neben dem Bahnsteig von Gleis 2 liegt eine Verbindungskurve für Güterzüge, die vom Rangierbahnhof zur Strecke nach Mannheim führt und den Bahnhof überquert. Wenn man das Bahnhofsgebäude weiter durchquert, dann erreicht man einen weiträumigen Platz, an denen die Gleise 5 und 6 liegen. Geradeaus weiter gelangt man über eine Rampe in eine Unterführung, von der aus man die Gleise 3 und 4 sowie 7 bis 10 erreichen kann. Auch durch Schilder gekennzeichnet ist, dass durch diese Unterführung der barrierefreie Weg zu den Gleisen 1 und 2 führt. Denn vom Bahnhofsgebäude sind diese ja nicht barrierefrei zu erreichen. Dieser barrierefreie Weg führt durch die Unterführung und weiter über den Bahnsteig der Gleise 7 und 8 zu Rampen, jeweils eine zu den Gleisen 1 und 2. Thank you.
obwohl sich kein einziger Aufzug im Bahnhof befindet, sind so durch Rampen, die auch zu den anderen Bahnsteigen führen, alle Gleise barrierefrei zu erreichen. Weiter südlich befindet sich eine weitere Unterführung, die vor allem für die Mitarbeiter der Deutschen Bahn gedacht ist, die so das Bahnbetriebswerk erreichen können. Der zentrale Platz trennt auch die Gleise 3 bis 5, die von den Zügen der Relation Schifferstadt-Mannheim angefahren werden. Von den Gleisen 6 bis 10, die alle von Schifferstadt her erreichbar sind. Richtung Norden kann von den Gleisen 6 bis 9 nach Mainz sowie von den Gleisen 9 und 10 zur BASF-Werksbahn gefahren werden. Durch diese einzigartige Bauweise ist der Hauptbahnhof somit eine Kombination aus Keil- und Turmbahnhof. Eine weitere Besonderheit stellt die starke Krümmung der Bahnsteige dar. Deshalb gibt es zum Beispiel an Gleis 3 Monitore, mit denen der Lokführer seinen Zug besser einsehen kann. Südöstlich der Bahnsteige befindet sich außerdem ein Spurplan-Relaisstellwerk der Bauart SPDR-S60. Das mit dem Bahnhof 1969 in Betrieb ging und das außerdem auch die Bahnhöfe Mundenheim und Rheingönheim fernsteuert. Noch eine Etage höher wird der gesamte Bahnhof von einer großen Brücke überspannt, die die B37 führt und als Hochstraße Süd bezeichnet wird. Durch die Eröffnung des Bahnhofes Ludwigshafen Rhein-Mitte im Jahr 2003 verlor der Hauptbahnhof noch mehr an Bedeutung, denn der Bahnhof, der betrieblich nur ein Haltepunkt ist, liegt unmittelbar am Berliner Platz und somit direkt an der Innenstadt und an einem Knotenpunkt im ÖPNV. Verfügt über drei Bahnsteiggleise, wobei meist an Gleis 3 die Personenzüge nach Mannheim halten und an Gleis 1 solche in Richtung Mainz oder Schifferstadt. Gleis 2 dient nur den Regionalexpresszügen von Mainz oder Koblenz nach Mannheim, die nicht am Hauptbahnhof halten. Südlich befindet sich auch noch ein Durchfahrgleis, das größtenteils von Güterzügen genutzt wird. Östlich schließt sich die Konrad-Adenauer-Brücke an, mit der die Züge den Rhein und damit die Landesgrenze von Rheinland-Pfalz nach Baden-Württemberg überqueren. Schon kurz nach der Brücke erreichen sie den Mannheimer Hauptbahnhof.
Bahnhof mit seinen 4 Gleisen wird überspannt von einer modernen Glashalle und steht damit im Gegensatz zum altmodischen Hauptbahnhof. Alle Gleise sind barrierefrei mit Aufzügen zu erreichen. Außerdem führen Rolltreppen von den Bahnsteigen zur Unterführung. An die sich südlich das Einkaufszentrum Walzmühle und nördlich der Berliner Platz anschließt. Dort besteht der Anschluss an Busse und Straßenbahnen, auf die aber später noch genauer eingegangen wird. Aufgrund dieser guten Anbindung sowie der zentralen Lage ist der Bahnhof heute mindestens gleich wichtig wie der Hauptbahnhof. Außer den Bahnhöfen Mitte und Hauptbahnhof gibt es in Ludwigshafen noch weitere Bahnhöfe. Im Stadtteil Oggersheim an der linken Rheinstrecke nach Mainz liegt der Bahnhof Ludwigshafen-Oggersheim. Dort halten an den Bahnsteigen der Gleise 1 und 2 die halbstündlichen Regionalbahnen Mainz-Mannheim sowie weitere einzelne Züge, bei denen Dieseltriebwagen, die auf anderen Strecken in der Pfalz verkehren, bis zum Hauptbahnhof durchgebunden werden, da diese dort instand gehalten werden. Am Gleis 3 halten planmäßig keine Personenzüge. Es kann aber für Überholungen genutzt werden. Neben diesen Gleisen befinden sich weitere bahnsteiglose Gleise für Güterzüge, die zur BASF fahren. Bei den Güterzügen, die aus Richtung Mainz kommen, ins BASF-Werk wollen, wechselt die Lok hier das Zugende, in der Gegenrichtung ist das Prozedere umgekehrt. Der Bahnhof verfügt auch noch über ein eigenes Drucktastenstellwerk. Außerdem erreicht man, wenn man den Hauptbahnhof Richtung Neustadt verlässt, die Bahnhöfe Ludwigshafen-Mundenheim und Ludwigshafen-Rheingönheim. Beide Bahnhöfe weisen einen Mittelbahnsteig auf, wo jeweils stündlich die S2 und S4, beziehungsweise wenn die S4 nicht verkehrt, die anstatt dessen verkehrende S3, halten. Die ebenfalls stündlichen Linien S1 und S3 halten hier nicht. Bei beiden Bahnhöfen existiert kein Hausbahnsteig mehr. Dieses Gleis ist mittlerweile bahnsteiglos und wird von durchfahrenden Regionalexpress-, Fern- und Güterzügen in beiden Richtungen genutzt. Zwischen den beiden Bahnhöfen, die betrieblich seit 1969 ein Bahnhofsteil des Hauptbahnhofes sind, liegen einige Gütergleise, von denen ein Gleisanschluss zum Hafen führt. Er wird auch heute noch genutzt, wobei die Weiterführung dieses Gleises dem Rhein entlang zur BASF mittlerweile Geschichte ist. Außerdem verfügt Ludwigshafen wie angesprochen über einen Rangierbahnhof. Dieser verlor aber im Zuge des Bau des Hauptbahnhofes auf dem neuen Standort alle überregionalen Aufgaben,
die genauso wie die Umladung von Stückgut in den Mannheim-Rangierbahnhof verlagert wurden. Unmittelbar südwestlich des Hauptbahnhofes befindet sich das Bahnbetriebswerk von Ludwigshafen. Es verfügt für die Wartung der Elektrotriebwagen der Baureife 25 der S-Bahn Rhein-Neckar über eine moderne, lange Halle, in der vier Triebwagen gleichzeitig gewartet werden können. In einer älteren Halle mit zwei Ständen werden zum Beispiel die Ludwigshafener N-Wagen sowie die Dieseltriebwagen der Baureihen 623 und 628 gewartet. Für die E-Loks der Baureihe 111 gibt es außerdem noch eine kleinere Halle. Dort werden aber nur kleinere Arbeiten durchgeführt, größere Arbeiten werden bei den 111ern im Werk Frankfurt-Griesheim erledigt. Neben den Werkstattgebäuden gibt es noch eine Dieseltankstelle, sowie Gebäude mit Büros, eine Ausbildungswerkstatt und vielem mehr. Weiter südlich sowie östlich und westlich des BWs befinden sich umfangreiche Abstellanlagen, wo besagte in Ludwigshafen gewartete Fahrzeuge abgestellt werden können. Um die Triebwagen der S-Bahn Rhein-Neckar auf den Umläufen austauschen zu können, enden entweder Zugteile oder zur Tagesrandlage auch ganze Züge in Ludwigshafen Hauptbahnhof, von wo aus sie dann ins BW fahren, um Arbeiten an ihnen durchführen zu können. Im riesigen Gelände der BASF befindet sich auch ein umfangreiches Gleisnetz. Es sind vor allem den vorhin angesprochenen Güterzügen, die von Ockersheim her zur BASF fahren. Aber auch Personenzüge fahren in das Werk, wobei aktuell noch Dieseltriebwagen zum Einsatz kommen. Näheres zu diesen Personenzügen erfahrt ihr später. Da leider nur Mitarbeiter der BASF mit den Zügen mitfahren dürfen und das Filmen und Fotografieren im Werk sowieso verboten ist, kann ich euch leider nur Aufnahmen vom Hauptbahnhof präsentieren. Ein interessantes Video der BASF zur Elektrifizierung, wo man auch ein paar kleine Einblicke zu den Bahnhöfen im Werk sehen kann, habe ich euch in der Infokarte verlinkt. Aufgrund dieser Elektrifizierungsarbeiten ist die Strecke vom 24. Juni bis einschließlich 24. September 2018 voll gesperrt. Es besteht dann Schienenersatzverkehr vom Hauptbahnhof aus. Werfen wir, bevor wir zum Zugverkehr kommen, noch einen kurzen Blick auf die Straßenbahn in Ludwigshafen. Neben den bereits vorgestellten, den Hauptbahnhof erreichenden Linien 4, 4a, 9 und 10 gibt es noch weitere. Die Linie 7 fährt von Oppau aus entlang der BASF, durch den Rathaustunnel, über den Berliner Platz und durch Mannheim nach Vogelstang im 10-Minuten-Takt. Die Linie 8 verkehrt 20-minütig als Expresslinie zwischen Oppau und dem Berliner Platz auf dem gleichen Linienweg. Sie fährt aber in Mannheim weiter über den Hauptbahnhof zur Krabmühlstraße und teils auch weiter nach Rheinau. Zu guter Letzt verkehrt noch die Linie 6, 6a. Sie verkehrt im 10-Minuten-Takt von Rheingönheim über den Berliner Platz, das Rathaus und weiter nach Mannheim zum Planetarium, von wo aus es alle 20 Minuten als Linie 6 weiter nach Neu-Ostheim und als Linie 6a zum S-Bahnhof SAP Arena geht. Nicht durch die Straßenbahn erschlossene Gebiete werden von Buslinien angebunden, die jedoch hier nicht näher vorgestellt werden sollen.
Kommen wir aber jetzt zum Zugverkehr. Ich stelle euch hier den Zugverkehr in den Bahnhöfen Hauptbahnhof und Mitte vor, wobei der Fokus auf dem Hauptbahnhof liegen soll. Dabei stelle ich euch bei Zügen, die im Hauptbahnhof und im Bahnhof Mitte halten, nur die Abfahrtzeiten vom Hauptbahnhof vor. Bei Zügen, die nur in Ludwigshafen Mitte halten, werden die dortigen Zeiten vorgestellt. Die obere Ebene wird, da sie Teil der linken Rheinstrecke ist, von der zweistündlichen Intercity-Linie 30, die Stuttgart über Mannheim und im Ruhrgebiet mit Hamburg verbindet, sowie von weiteren einzelnen Fernzügen und vielen Güterzügen durchfahren. All diese Züge halten nicht in Ludwigshafen, sondern nur im benachbarten Mannheim. Ludwigshafen wird vom zweistündigen Regionalexpress 14 des Süwex, der zwischen Mannheim und Mainz verkehrt, angebunden. Er hält meist nur in Ludwigshafen Mitte. Eingesetzt werden wir drei Triebwagen, die in Trier beheimatet sind. Im Vergleich zu vielen anderen modernen Triebwagen finde ich den Komfort in den Flirt des Süwex sehr angenehm. Meistens erfolgt die Abfahrt ins kurpfälzische Mannheim 11 Minuten nach der ungeraden Stunde von Gleis 2 und die in die Fastnacht Hochburg Mainz zur Minute 52 von Gleis 1. Besonders morgens variieren die Abfahrtszeiten aber stark. Der Hauptbahnhof wird nur von einzelnen Zügen angefahren, zum Beispiel um 7.19 Uhr nach Mannheim und um 7.39 Uhr nach Mainz. Die halbstündlich verkehrende Regionalbahnlinie 44 verkehrt von Mainz über Worms, Frankenthal, Ludwigshafen und Mannheim nach Bensheim. Meist fährt stündlich ein Zug nach Bensheim zur Minute 36 oder 37 von Gleis 2 ab. Kurz nach der vollen Stunde fährt eine Regionalbahn, die aber schon in Mannheim endet. In der Gegenrichtung fahren die Züge nach Mainz, die nach Worms 17 Minuten und bis zum Zielbahnhof eine weitere Stunde benötigen, zur Minute 19 oder 20 und 50 von Gleis 1 ab, wobei der Zug um 20 nach bereits aus Bensheim kommt. Hier werden Triebwagen der Baureife 25 von DB Regio Mitte eingesetzt, die wie erwähnt im BW in Ludwigshafen beheimatet sind. Eigentlich kommen hier auf der Strecke noch unmodernisierte für 25 zum Einsatz, da erst im Dezember 2021 ein neuer Vertrag in Kraft tritt, der den Einsatz von Neufahrzeugen des Typs Siemens Mireo vorsieht. Teilweise werden hier aber trotzdem schon redesignte für 25, eigentlich auf der S-Bahn Rhein-Neckar fahren, eingesetzt. Die Regionalbahnen werden hier auch teilweise von den Fernzügen überholt, was in beiden Richtungen möglich ist. Vom Fernverkehr hält noch nicht mal ein einziges Zugpaar, sondern nur eine einzelne Leistung. Morgens um 7.05 Uhr hält der Eurocity 217 auf seiner Fahrt von Saarbrücken über Stuttgart, München und Salzburg nach Graz im Ludwigshafener Hauptbahnhof an Gleis 3.
ohne Halt durchfahren, wird Ludwigshafen von den Zugpaaren der TGW bzw. ICE-Linie von Frankfurt über Mannheim und Saarbrücken nach Paris Est. Es verkehren 3 Zugpaare mit den ICEs des Typs Velaro D und 2 Zugpaare mit dem französischen TGV Euroduplex. Der RE1 ist ebenfalls Teil des Süwex-Netzes und hält genauso wie der RE4 meist nur im Bahnhof Mitte. Er verbindet Mannheim über Kaiserslautern, Saarbrücken und Trier mit Koblenz. Dadurch macht er eine große Rundtour, größtenteils durch Rheinland-Pfalz. Zweistündig verkehrt er zur Minute 42 nach Koblenz vom Gleis 1 und um 11 nach über den Rhein nach Mannheim. Teilweise wird durch Verstärkerzüge ein angenäherter Stundentakt gefahren. Nach Koblenz benötigt der Zug ganze 3¼ Stunden, während es nach Kaiserslautern nur etwa 40 Minuten, nach Saarbrücken 1½ Stunden und nach Trier 2¾ Stunden dauert. Die einzige regionale Expresslinie, die regelmäßig im Ludwigshafen Hauptbahnhof hält, ist der zweistündige RE4, der ebenfalls in der unteren Ebene hält. Denn er verkehrt von Mainz über Ludwigshafen, Germersheim und Grabenneudorf nach Karlsruhe und umfährt somit Mannheim, weshalb ihm quasi schon nichts anderes mehr übrig bleibt, als im Ludwigshafener Hauptbahnhof anzuhalten. Die Linie gehört ebenfalls zum Süwex und ergänzt somit den RE14 auf dem Abschnitt von Ludwigshafen nach Mainz zu einem Stundentakt. Die Züge nach Karlsruhe fahren kurz vor der vollen ungeraden Stunde von Gleis 8 ab. Der Gegenzug fährt schon kurz darauf, 4 Minuten nach der ungeraden Stunde, von Gleis 6 ab. Dieser RE ist die einzige regelmäßige Zugleistung, die von den Gleisen 6 bis 8 abfährt. Die Fahrzeit nach Germersheim beträgt 25 Minuten. Nach Karlsruhe dauert es 55 Minuten und nach Mainz 43 Minuten. Den größten Teil des Zugverkehrs stellt mittlerweile die S-Bahn Rhein-Neckar dar.
Zum einen erreicht die S1 den Hauptbahnhof. Sie fährt stündlich zwischen Homburg im Saarland und Osterburgen und legt damit eine Strecke von über 200 Kilometern in mehr als 3,5 Stunden zurück. Die Abfahrt erfolgt um die Minute 30 in beide Richtungen, wobei fast alle S-Bahnen Richtung Schifferstadt von Gleis 5 und alle Richtung Mannheim bzw. Heidelberg von Gleis 3 abfahren. Auf der S1 kommen, wie auf allen anderen Linien der S-Bahn Rhein-Neckar, die Ludwigshafen erreichen, redesignte Triebwagen der Baureihe 425 zum Einsatz. Sie verfügen im Vergleich zu den nicht modernisierten Triebwagen über zusätzliche Infomonitore, neue Sitzbezüge, Steckdosen an den Enden des Triebwagens sowie neue Zugzielanzeigen. Mannheim, Friedrichsfeld Süd. Aufstieg in Fahrtrichtung rechts. Bei einem Halbstundentakt ergänzt wird die S1 durch die S2 auf dem Abschnitt von Kaiserslautern nach Mosbach. Kurz vor der Vollstunde fährt ein Zug über Mannheim und Heidelberg und weiter dem Neckar entlang nach Mosbach, was nach 1 Stunde und 20 Minuten erreicht ist. Nach Kaiserslautern geht es kurz nach der Vollstunde. Der Zug erreicht in einer halben Stunde Neustadt an der Weinstraße und nach fast 1 Stunde den Endbahnhof in Kaiserslautern. Im Gegensatz zur S1 fährt die S2 auch regelmäßig die Stationen Ludwigshafen-Mundenheim und Rheingönheim an. Die S3 stellt eine stündliche Verbindung von Karlsruhe über Heidelberg, Mannheim, Ludwigshafen und Speyer nach Germersheim dar. Sie fährt nach Germersheim meist um 36 nach ab, von Gleis 4 oder 5. Der Gegenzug fährt schon um 21 nach ab und erreicht in 40 Minuten Wiesloch-Walldorf, in 55 Bruchsal und nach 1 Stunde und 10 Minuten den Endbahnhof Karlsruhe Hauptbahnhof. Auch diese Linie wird durch eine weitere Linie zum 30-Minuten-Takt ergänzt, die S4. Die im Unterschied zur S3 normalerweise in Bruchsal endet. Die Abfahrt erfolgt um die Minute 10 nach Germersheim und zur Minute 48 nach Bruchsal. Die Züge der S4 werden von Germersheim aus weiter als S33 über Grabenneudorf zu ihrem anderen Endpunkt Bruchsal durchgebunden. Sehr interessant gestaltet sich der angesprochene Personenverkehr ins BASF-Werk, wobei nur im Berufsverkehr zu an die Arbeitszeiten der Mitarbeiter angepassten Zeiten Züge abfahren, das heißt morgens ins Werk hinein, wo die Züge gekuppelt werden und über die Güterstrecke nach Oggersheim und zurück zum Hauptbahnhof fahren. Nachmittags ist das Prozedere dementsprechend umgekehrt. Zum Einsatz kommen heute Dieseltriebwagen der Baureihe 628 des BW Ludwigshafen. Zuvor fuhren hier zwei 18er mit N-Wagen. Ein Video mit diesen Zügen und weiterem Zugverkehr in Ludwigshafen aus dem Jahr 2003 habe ich euch in der Infokarte verlinkt. Aber auch die 628er sollen demnächst abgelöst werden, denn die Strecke, die vom Hauptbahnhof über die Bahnhöfe Ludwigshafen BASF Süd und Mitte nach Ludwigshafen BASF Nord führt, soll elektrifiziert werden und dann mit 425 betrieben werden.
Die Bauarbeiten dafür begannen schon Anfang 2018, weshalb die Züge zum Erstellungszeitpunkt dieses Films nur zwischen Ludwigshafen Hauptbahnhof und Ludwigshafen BASF Süd verkehrten. Deshalb fahren die Züge auch nicht über Orgersheim wieder zurück zum BW bzw. werden von dort bereitgestellt, sondern die Züge fahren nachmittags, nachdem sie Fahrgäste von der BASF zum Hauptbahnhof gebracht haben, wieder als Leerfahrt zurück ins BASF-Werk. Der größte Teil dieser Züge endet im Hauptbahnhof, einige fahren aber auch weiter, zum Beispiel nach Neustadt an der Weinstraße oder über Worms und Alzey nach Bingen am Rhein. Auf einzelne Leistungen kommen hier auch schon die moderneren Triebwagen der Baureihe 623 zum Einsatz. Für die im Hauptbahnhof endenden Züge werden dann teils extra S-Bahn Richtung Schieferstadt auf Gleis 9 bereitgestellt, in die dann direkt vom Pendelverkehr aus umgestiegen werden kann. Es gibt außerdem noch weitere einzelne Zugleistungen, die den Ludwigshafen Hauptbahnhof erreichen. Beispielsweise kommt um 13.58 Uhr eine Regionalbahn aus Neustadt und um 14.52 Uhr eine aus Ramsen an, die anschließend ins BW fahren, um beispielsweise zu tanken und die Triebwagen von den Umläufen in der Pfalz in ihrem Heimat-BW für Arbeiten zu haben. Wie erwähnt, gibt es zum einen viel Güterverkehr von der BASF, die über eine kurze Strecke, die von Orgersheim ins Werk führt, angefahren wird. Außerdem gibt es noch weitere Firmen in Ludwigshafen, wie zum Beispiel die Firma Vögele, die Straßenfertiger baut, die Güter über die Schiene transportieren. Deshalb und auch weil viele Güterzüge über die linke Rheinstrecke Richtung Mainz fahren, wird der Bahnhof auf allen Ebenen in alle Richtungen von Güterzügen durchfahren.
nun bin ich auch schon am Ende meiner Doku über die Eisenbahn in Ludwigshafen angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr schon mal in Ludwigshafen am Bahnhof wart, schreibt mir gerne eure Meinung zu dem Bahnhof in die Kommentare. Und falls ihr noch nicht dort wart, für Eisenbahnfreunde interessant ist der Bahnhof aufgrund seiner Bauweise und des Zugverkehrs allemal. Ein Besuch vor allem, um noch den interessanten BASF-Werksverkehr zu beobachten, lohnt sich in meinen Augen auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.